Guten Abend zusammen, hallo zurück auf meinem Kanal. Für alle, die es später schauen, guten Morgen oder guten Tag. Ich möchte euch ganz kurz nochmal einen Ausblick bzw. eine Info zur neuen Megacity geben. Und zwar ist es ja so, ich habe das Projekt begonnen. Ihr habt wahrscheinlich alle mehr oder weniger die Videos gesehen. Und ich muss sagen, aufgrund der Performance bzw. Versorgungslage der Stadt ist das Projekt gescheitert, beziehungsweise in der Form gescheitert. Ich habe die letzten zwei Tage damit verbracht, dieses wunderschöne Raster hier zu bauen. Sieht erstmal noch nicht viel aus, aber wenn ihr euch das mal anschaut, das sind über 1000 von diesen Einzelquadraten. Also jetzt bin ich gerade dabei, wieder alles abzureißen. Hintergrund ist ganz einfach, ich brauche natürlich nicht so viele Straßen. Aber ich möchte einfach ganz kurz erklären, wenn ihr sowas mal nachbauen wollt, macht es lieber großflächig. Abreißen könnt ihr immer noch. Ich habe jetzt hier durch die Depots und ja durch die Haltestellen, es geht hier nur um die Güter bei mir in dem Fall. Ich zeige euch das ganz kurz mal. Das ist praktisch eine Güterlinie und jede Haltestelle deckt die andere Haltestelle ab. Das heißt, das Problem, was ich auf der vorherigen Karte hatte, ist hier nicht mehr vorhanden, sondern ich habe hier zu 100% Güterversorgung in jedem Quadrat dieser Karte. Es ist noch nichts anderes drumherum gebaut. Das heißt, ich habe die nächsten Tage noch ein bisschen was zu tun. Wenn das Ganze funktioniert, dann gibt es dieses Raster, also ohne die Industrien, sondern nur das einfache Straßenraster mit all diesen Straßen, also so komplett ohne Ausbrüche, ohne Auswüchse, von mir später auch als Download. Denn das allein dieses Raster zu erstellen, ich hätte es fast gesagt, blödes Raster, braucht schon etliches an Stunden. Und das nächste Problem ist, die meisten Systeme wird das wohl gnadenlos in die Knie zwingen. Ich möchte euch nur mal ganz kurz zeigen, was bei der Linienerstellung ist. Ich habe jetzt gedrückt, ihr seht, wie lange das dauert. Und jetzt will ich zoomen. Es ist also in dem Fall hier ein wahrer Krampf, wie das alles berechnet ist. Das liegt eben auch daran, dass ich noch so viele Kreuzungen habe und jede Straße ja theoretisch als Abzweig genutzt werden könnte. Also ich habe schon gemerkt, je mehr Straßen ich zurückbaue, desto besser läuft das. Also das erstmal als Tipp. Für die, die es eventuell nachbauen wollen, für die, die einfach ein bisschen warten können, wenn das Ganze läuft, ich also diese Ruckler nicht habe und hier wirklich gutes Stadtwachstum habe, dann gibt es dieses Straßensystem als Download. Wahrscheinlich wieder ein Stream bei mir, für alle, die da sind. Das bindet die Zuschauer. So, was ich noch sagen wollte, es wird am Ende dann so sein, dass die Quadrate wahrscheinlich diese Größe haben, sodass die Stadt sich praktisch hier ausbauen kann. Das sind circa, ich schau mal jetzt, in Bahnhofslänge, ist immer recht schwierig zu sagen, was ist wie lang. Also ihr seht schon, wir haben also schon in so einem einfachen Quadrat 320 Meter und das wären dann 640 Meter für die Stadt, wo sie sich ausbauen kann, pro Feld. Und ich werde natürlich auch noch Grünflächen setzen. Ich werde versuchen, hier Parks zu machen. Einfach, dass das alles sich ein bisschen auf die Gesamtfläche verteilt. Das ist so das, was ich die nächsten Tage geplant habe. Wenn alles klappt, gibt es Freitagabend den ersten Stream davon. Dann sollte aber auch schon das Umland bepflanzt sein. Es soll praktisch alles schon ein wenig schicker sein, ein bisschen Wasser da sein. Im Moment ist es einfach nur ein Straßenkonstrukt, was mich selber noch ein bisschen abschreckt. Und von daher, ich probiere mich einfach mal aus und halte euch auf dem Laufenden. Es gibt dann morgen Abend wieder ein kleines Update-Video. Im Moment schaffe ich es halt nicht schneller. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch interessiert, wenn ihr Ideen dazu habt, Kommentare, schreibt es mir bitte. Ich freue mich immer, wenn ich was lesen kann. Ansonsten bis zum nächsten Video oder Stream. Macht's gut, euer Micha. Ciao.